Im Klangstrom. Burg statt Burg. Ulmer Vertonungen ist ein interdisziplinäres Projekt von Renate Hofleit und Michael Bach, das im Dezember 2018 im Ulmer Münster und auf der Wilhelmsburg Ulm stattfand. Das Projekt stellt eine visuell-akustische Verbindung von grundverschiedenen und räumlich relativ weit auseinanderliegenden Örtlichkeiten her, welche allerdings auf eine gemeinsame Vergangenheit zurückblicken. Der Blautopf, der als stetig strömende Quelle große Mengen an Wasser zutage fördert, das Flüsschen Blau, das in 22 Kilometer Entfernung in die Donau mündet, die Stadt Ulm, die hier gegründet wurde und mit dem Ulmer Münster den höchsten Kirchturm der Welt erschuf, und die Wilhelmsburg, Teil der größten Befestigungsanlage Europas, die Ulm umgibt. Das Projekt beinhaltete einerseits klar definierte Werke der bildenden Kunst und der Musik, die jedoch andererseits den Unwägbarkeiten dieser Örtlichkeiten während der Durchführung gezielt ausgesetzt wurden. Insbesondere die Projektförderung des Innovationsfonds Kunst des Landes Baden-Württemberg, an die sich die Förderung der Kulturabteilung der Stadt Ulm, der Ulmer Münstergemeinde und der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg anschlossen, ermöglichten die künstlerische Realisierung des Projekts. Am Vorabend der Veranstaltungsreihe führten die Autoren in das Projekt ein und erläuterten den wechselseitigen Ablauf zwischen den beiden Aufführungsorten, dem Ulmer Münster und der Wilhelmsburg Ulm. Das ursprünglich geplante Internet-Streaming wurde umgedeutet zu einer visuell-akustischen Begleitung des Stromverlaufs des Flusses Blau von seiner Quelle, dem mystischen Blautopf in Blaubeuren, bis zu seiner Mündung in die Donau in Ulm. Das Projekt fokussiert auf die Lichterscheinungen entlang der Blau und deren Wasserbewegungen. Pflanzen und Insekten, die in einer symbiotischen Beziehung zu diesem Gewässer stehen, sowie die Geräuschkulisse der charakteristischen Standorte an der Blau wurden gleichermaßen eingefangen und zu einem Bild- und Klangband geformt. Hierzu dienten mikrofonierte Röhren mit unterschiedlichen Längen sowie Eigenfrequenzen, welche die originalen Geräusche des Wassers und der Umgebung filtern und deren Klanganteil hervorheben. Diese akustische Umwandlung wird von Renate Hofleit mit dem Terminus Vertonung bezeichnet. Visuelle Erscheinungen und akustische Impressionen der Blau bilden auf diese Weise ein mehrstündiges Kontinuum, das an beiden Aufführungsorten präsentiert wurde. Im Ulmer Münster wurden die bewegten Bilder kreisrund an die Westwand über dem Hauptportal oberhalb der beiden farbigen gotischen Glasfenster projiziert. Diese Zirkularprojektion mit einem Durchmesser von etwa 5 Metern steht in der Tradition der Westrosetten gotischer Kathedralen. Im Ulmer Münster, wo diese Westrosette fehlt, öffnete die virtuelle Fensterrose von Renate Hofleit ein solches Fenster. Die bewegten Bilder, funkelndes Licht, Farbreflexe, das Strömen und Fließen der Blau im Rund der virtuellen Fensterrose standen im Wechselspiel mit der Tiefe des steinernen Kirchenraums. In der 2 Kilometer entfernten Wilhelmsburg nahmen diese Videoprojektionen im vollständigen Breitbildformat die gesamte Gewölbewand eines Raumes ein. Während der Konzertaufführungen bildeten die Projektionen eine stumme, bewegte Kulisse. Ansonsten waren die Vertonungen zeitgleich mit den bewegten Bildern zu hören. Eingebettet in dieses visuell-akustische Kontinuum war die Aufführung der Chaconne von Johann Sebastian Bach am Cello mit Rundbogen. Dabei wurde das Konzert mit 6 spezifisch gestimmten Röhren aufgenommen.
Diese Klangaufnahme wurde digital zum Ulmer Münster gesendet, dort abgespielt und wiederum mit 6 weiteren Röhren vertont, zurück zur Wilhelmsburg gesendet, hier erneut vertont und anschließend am Münsterplatz, wo der Weihnachtsmarkt im vollen Gang war, mit auf die Frequenzen der neuen Hauptglocken des Münsters gestimmten großen Röhren vertont, dann nochmals auf der Wilhelmsburg vertont. Die zwei Aufführungsorte mit ihren gegensätzlichen Geräuschkulissen sowie die dort installierten Röhren mit unterschiedlichen Frequenzen bedingten die 5-fach vertonten Klänge der Chaconne und schufen mit all ihren Imponderabilien den Klangteppich für die Uraufführung der Komposition Interludien für Cello mit Rundbogen im Ulmer Münster. Grundlage der Interludien wird von den 9 Hauptglocken des Ulmer Münsters, dem sogenannten Plenum, gebildet. Hiervon läuteten am 2. Advent gemäß der Läuteordnung 6 Glocken, deren Klang vor dem Münster mit 9 auf das Geläut gestimmten mikrofonierten Röhren vertont aufgenommen und derart zum vollen Plenum artifiziell ergänzt wurden. Das Klangergebnis wurde am Hauptportal und im Innenraum des Münsters wiedergegeben. Die charakteristische Raumakustik, die langen Nachhallzeiten und diversen Echowirkungen des verschachtelten Kirchenraums entfalteten das Innenleben der vertonten Glockentöne und verschmolzen sie zu einem vieltönigen Einklang. Texten von Ernst Jandl, Franz Horn, Hugo Ball, Samuel Beckett, Gertrude Stein und anderen. Hund hat bunter Hund. Schlamm war das Wort, schon das Wort war bleiflott, schon flott war das Wort schießt Fleisch geworden, schon schat schunter schunste Blut. Schim, schang, schlang, schar, das Wort, schon schasch, Wort, schar, schleischlott, schon flott war das Wort, schon schasch, fort, schiss, schleischte, schlorn, schon schlatt, schlunter, schlunze, schlot. Sprechperformance wurde zeitgleich mit der mikrofonierten Klangskulptur Vertonung von Renate Hoffleit vertont aufgezeichnet und das Klangergebnis anschließend per Lautsprecher wiedergegeben. Derart wurde die klangliche Veränderung und Intensivierung der lautmalerischen Sprachschöpfungen mittels Röhrenaufnahmen verdeutlicht. Gleichzeitig war die virtuelle Fensterrose mit bewegten Bildern an der Westwand des Münsters zu sehen. Die beiden farbigen Glasfenster über dem Westportal des Münsters lieferten die Grundlage für 80 abstrahierte Farbbilder, welche Renate Hoffleit sowohl in der virtuellen Fensterrose als auch auf der Videowand in der Wilhelmsburg zeigte. Die Projektionen begannen jeweils mit ruhenden, nahezu statischen Einzelbildern und beschleunigten sich nach und nach bis hin zu einer fast filmartigen Abfolge.
Zu diesen leuchtenden, sich stetig verändernden Farbbildern führte Michael Bach seine Komposition Hohrhauf Hygur für Cello und Rundbogen auf. Dieses Werk ist speziell für die Aufführung mit Röhren konzipiert. Sequenzen von jeweils 5 Minuten Dauer werden mit unterschiedlichen Röhrenfrequenzen vertont und zu den vorhergehenden Sequenzen geschichtet, das heißt sukzessive zugespielt und wiederum aufgenommen. Bei der Ulmer Aufführung wurden diese Sequenzen mit digitaler Technik jeweils von der Wilhelmsburg zum Münster und zurückgesendet und dabei kontinuierlich weiter vertont. Im Unterschied zum Vorgang der Vertonung bei der Chaconne, welcher eine tonale Dekonstruktion des Werks von Johann Sebastian Bach zur Folge hat, mit einer anschließenden harmonischen Umwandlung zu einem neuen Werk, den Interludien, ist das akustische Resultat bei Hohrhauf Hygur eine klangliche Anreicherung eines ursprünglich klangabstinenten, am Cello produzierten Rauschens. Der akustischen Schichtung von Hohrhauf Hygur entsprach, in visueller Übersetzung, die an Geschwindigkeit zunehmende Projektion der Farbbilder. Bei der Aufführung der Röhrenstücke im Ulmer Münster zum Abschluss des dreitägigen Projekts zeigte die Klangskulptur Vertonung von Renate Hofleit eine weitere Dimension. Die von ihr bildhauerisch gestalteten Steinröhren aus Granit und Marmor, die mit Wasser gestimmt werden können, ermöglichen einerseits eine Orientierung im mikrotonalen Klangraum und andererseits eine Verstärkung des Klangphänomens Differenzton. Die Komposition der Röhrenstücke von Michael Bach-Bachtischer beruht darauf, feinste Tonhöhendifferenzierungen auszuhorchen und zu lokalisieren. Dabei wird der rätselhaften Erscheinung von Differenztönen nachgespürt. Dies sind Frequenzen, die entstehen, indem zwei benachbarte Tonhöhen produziert werden. Differenztöne haben im Gegensatz zu real erzeugten Tonhöhen keine Richtung, das heißt, sie stehen quasi im Raum, ohne auf eine Klangquelle räumlich bezogen zu sein. Bei der Aufführung im Ulmer Münster wurden die Eigenfrequenzen der Steinröhren angeregt durch Stimme und Cello hörbar. Die Interpreten waren Frank Börner Bariton und Michael Bach Cello. Die Ausstellung in den Räumen der Wilhelmsburg zeigte die dreiteilige Arbeit Water Stills and Sounds von Renate Hofleit mit 144 aneinandergefügten Videostills von fließendem Wasser. Sie bilden also 6 Sekunden Wasserklang ab. Eine Videodokumentation informierte über realisierte Klanginstallationen der beiden Autoren. Partitur und Skizzen zu den Interludien sowie ausgesuchte Texte der Performance im Zwischen ermöglichten den Besuchern eine anschauliche, inhaltliche Vertiefung.